Hallo zusammen, euer Erik aka Zick Zerik begrüßt euch zum M4A1 Guide. Und zwar zeige ich euch die Budget-Variante und diese Budget-Variante ist eine ganz, ganz spezielle Variante. Ihr werdet wirklich erstaunt sein. Also wer sie noch nicht kennt, das ist ein großer Geheimtipp, tolle Waffe. Dann die CQR-Variante, die ihr im Hintergrund seht, optisch einer meiner absoluten Favoriten. Und natürlich die Meta-Variante der M4A1. Let's go! Für die glorreiche und wirklich tolle Budget-Variante suchen wir nach der Lone Star TX-15, Suchbegriff im Flea Market eingeben, TX-, und dann kommt ihr auf so eine Liste hier und ein paar Mal aktualisieren, bis ihr eine TX-Version findet, wo der Schaft dran ist. So sieht das Ganze aus, hier in dem Fall eine Version für 76.000, in der Regel findet ihr sie um die 80.000 Rubel. Diese Waffe wird normalerweise mit Schalldämpfer in den Flea Market ausgegeben, das heißt, ihr findet hier den Schalli und den Schaft. Natürlich nehmen die meisten Leute den Schalldämpfer ab, verkaufen den separat, der ist nämlich um die 80.000 Rubel wert und auch der Schaft wird oft abgenommen. Aber immer wieder erscheinen hier Versionen, wo beides dran ist. Wir rechnen jetzt noch nicht mal mit diesem Schalldämpfer, wenn ihr richtig Glück habt, dann bekommt ihr die Version mit Schalldämpfer, ansonsten reicht auch so eine hier aus. Ich würde aber schon auf den Schaft setzen, aber ich sag euch ganz ehrlich, selbst eine ohne Schalldämpfer und ohne Schaft ist immer noch eine Budget-Variante. Habt ihr jetzt eine schöne TX für um die 80.000 Rubel gefunden, dann geht ihr hin und kauft euch das M4-Modul. Also einmal auf die M4 gehen, filtern, Operation Only. Das Ganze kostet 20.000 Rubel. Und dann ziehen wir alle Teile von der TX auf unsere M4. Also Lauf, Schaft, Griff und fertig. Das Teil können wir sogar noch verkaufen. Für die TX kriegen wir tatsächlich noch 13.000 Rubel. Also auch das dürfen wir nicht vergessen bei der Sache. 13.000 kriegen wir zurück. Jetzt gehen wir in den Edit-Modus und schauen uns das Ganze im Detail an. Und zwar wichtig das Muscle Break. Hier bauen wir dran das QDC 556 und den Schalldämpfer. Ich würde das Beige nehmen, das NT4, weil das etwas günstiger ist. Da wir hier einen Preis-Leistungssieger suchen und wir auch einen haben, nämlich den FVG, kommt der natürlich dran. FVG, wo bist du? Da oben. Und das war's. Ich zeige euch jetzt mal die Werte. Und wir sind bei unschlagbaren 38 Ergo und 50 Recall-Punkten angekommen. Möchtet ihr jetzt den Recall-Wert ein bisschen pimpen, lohnt sich natürlich das Upgrade des Vordergriffs oder auch des Schalldämpfers und ich zeige euch da meine Empfehlung. Und zwar macht da momentan am meisten Sinn, das ASR 556 dran zu schrauben mit dem Schalldämpfer Seika ASR 556. Für einen Aufpreis von 40.000 Rubel reduzieren wir den Recall-Wert auf 43, was wirklich schon im Laserbereich liegt. Solltet ihr das Glück haben, vom Flea Market diese komplette TX zu bekommen, also mit Schalldämpfer und Schaft, reicht es, den FVG-Griff dran zu machen? Das Ganze wird noch auf die M4, auf das M4 Grundmodell gesetzt und ihr zahlt nur 110.000 Rubel. Das ist natürlich so ein bisschen Glück, also ihr braucht viel Glück, dass jemand eine TX mit diesem Schalldämpfer hier, mit dem Ultra 5 Schalli in den Flea Market reinsetzt. Aber wenn ihr dieses Glück habt und glaubt mir, mir ist das schon ein paar Mal gelungen, dann habt ihr praktisch eine fast kostenlose M4, mal übertrieben gesagt. So sieht die TX-Variante jetzt mit einem XPS 3.0 Visier aus. Einmal ins ADS gehen, Vollauto. Schöner Sound. Machen wir auf Entfernung. Eine Maschine. Jetzt vielleicht dazu unsere CQR-Variante. Also das ist optisch eine sehr, 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 sehr schöne Variante. Natürlich jetzt nicht mehr Budget, schon ein bisschen teurer. Bisschen in Anführungszeichen. Ein anderes Visier. Richtig schöner, schmaler Rahmen. Wir haben eine richtig schöne Umsicht. Einmal feuerfrei. Das Ding ist schon sehr, sehr laser-like. Schönes Ding. CQR. Wie baut man die? Wir fangen an mit dem Grundteil, mit dem Moore 1S ab. Hier ist ganz witzig zu sehen, die Patrone, die noch hier drin ist. Also, let's go. Erstmal den Lauf. Und zwar nehmen wir für den Lauf, wo ist er? Hier, den 206er. Und hier haben wir auch schon einen riesen Vorteil gegenüber der TX-Variante. Der Lauf ist halt wesentlich kürzer. Bei der TX-Variante haben wir den 20-Zoll-Lauf, der um einiges länger ist, was natürlich Close-Combat-Kämpfe dann doch sehr erschweren kann. Hier dann der Advanced Tube und dazu der CQR-Schaft. Als Handguard nehmen wir das Lavoir-Handguard. Wo ist es? Hier, Lavoir 10.
und eine 6-Zoll-Schiene dazu, damit wir den CQR-Griff dran montieren können. Alles CQR. Wichtig jetzt hier, dass wir beim Guestblock das GS58 nehmen. Ich zeige euch mal eben ganz schnell den Unterschied. Hier Recoil 69 und mit dem normalen MK12 Recoil 71. Wird gerne schnell übersehen, also hier den besten Guestblock einbauen. Vorne kommt wieder unsere Best-in-Class ASR556 und der entsprechende Saker ASR-Schalldämpfer. Sieht übrigens auch ganz cool aus, wie das hier eingelassen ist. Um die Ergonomie etwas zu pushen, bauen wir noch die KAC-Sides vorne und hinten drauf. Dann noch unser Raptor Charge Handle. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist ein Laser, also auf die rechte Seite eine 2-Zoll-Schiene und unser Steiner Laser. Als Rotpunkt oder Scope müsst ihr natürlich immer das nehmen, was euch am besten liegt. Da möchten wir eigentlich nichts empfehlen, aber dennoch ein Tipp an dieser Stelle, das Delta Point Scope passt einfach wie die Faust aufs Auge auf diese Waffe. Was die Magazine angeht, empfehlen wir als 30er Magazin die Battlemag Magazine. Die haben einfach roundabout die besten Werte. Aber ich weiß, ihr wollt 60er Magazine und ja, am besten aussehen tut ihr natürlich das P-Mag. Das ist einfach eine Traumkombi. Wenn wir uns die Werte dazu anschauen, sind wir bei 40 Ergo und 35 Recoil angekommen. Absoluter Wahnsinn. Geile Waffe. Die M41 Meta-Variante zeichnet sich durch die Komponenten aus, die den Ergo-Wert nochmal weiter pushen. Alles best in class, Recoil bleibt bei 35 und das Ganze wird nochmal abgerundet durch das T1-Visier, gleich der inoffizielle Nachfolger des ehemaligen PK06. Also ein großartig präziser Rotpunkt und insgesamt eine schöne Übersicht bei diesem Visier. Bauen wir die M41 und zwar wieder das Grundmodul der M41 und dazu das Moore 1S Upper, wichtig, dass man das hier nimmt, dann der 406er Lauf, zack, und dazu den AR15QD 14,5 Zoll Handguard. So, hinten machen wir, genau, erstmal den Raptor Charge Handle und hier kommt wieder der Advanced Tube dran. Jetzt wichtig, damit wir die Ergo entsprechend pushen, nehmen wir ein MOE, hier der Giftgrüne mit dem Gummipad hinten dran. Und als Pistolengriff kommt natürlich nur der Gral in Frage mit dem besten Ergo-Wert. Was den Griff angeht, nehmen wir erstmal die 4,1-Inch Schiene und auf diese Schiene montieren wir dann den Shift Grip. Um den Ergo-Wert noch weiter zu erhöhen, setzen wir das Defiance Rear und Frontside an. Stopp, Befehl zurück. Weil wir jetzt T1 benutzen möchten, muss das Front wieder ab. Also wir gehen mal direkt hier auf das T1 und zwar brauchen wir da die AMM-Schiene und dann das T1-Modul. Und das T1, man sieht es hier, ist so flach, dass es sozusagen über das Frontside behindert werden würde. Auch wenn das flach liegt, kann man nicht gut drüber sehen. Also Frontside muss leider ab, ein Ergo-Punkt weniger. Fast einen Fehler gemacht. Es hätte auch ein Shitstorm geben, überleg dir das mal. Stellst du die Meta M4 hier rein und die Leute können nicht durchschauen. Okay, Spaß beiseite, gehen wir wieder zum Schalldämpfer und hier setzen wir wieder das ASR 556 mit dem Saker ASR Schalldämpfer. Absolut best in class und wenn wir schon bei best in class sind, auch hier wieder beim Guestblock den JMP Enterprise und nicht das MK2 Low Profile Guestblock System einsetzen. Die Empfehlung des Hauses ist wieder ein Laser und zwar auf die rechte Seite, also 2,5 Inch Schiene. Und der Steiner D-Bar Laser an die rechte Seite. Und dann wären wir schon soweit. Magazin eurer Wahl. Ich persönlich spiele gerne dieses 60er Magazin hier, weil man da die Patronen etwas schneller nachladen kann. Allerdings haben wir beim P-Mag natürlich nochmal den besseren Ergo-Wert. Und die Allround besten Werte, aber leider nur noch 30 Schuss, haben wir im Battle Mag. Natürlich wichtig einmal die Werte. Und zwar sind wir jetzt gelandet bei 35 Recoil und 65 Ergo. Das war's zu den wichtigsten M4-Builds. Hier der Stim-Guide. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, gerne reinschauen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten sage ich schon mal hasta luego. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und sauber. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.